Alles klar. Dann stelle ich mal die erste Frage an die Annabelle. Ich denke mal, deinen Namen in dem Triathlon-Nachwuchs wird man in nächster Zeit öfter hören, nachdem du in Kienbaum die Olympia-Quali geschafft hast. Da nochmal Glückwunsch dazu. Dankeschön. Jetzt die Frage: Ist es jetzt dann sozusagen die EM fast schon so ein bisschen, ich will nicht sagen unter deinem Niveau, aber wenn man die Qualifikation für Tokio hat, dann nimmt man ja doch vielleicht die EM noch ein bisschen anders wahr als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Wie stehst du so dazu? Nee, ich denke nicht, dass das einen Unterschied macht. Ich meine, EM ist eine EM, Europameister zu sein, ist auch was wert und deswegen glaube ich nicht, dass man es das irgendwie anders sieht, nur weil man zu Olympia darf. Ja, so muss es sein. Genau, dann die nächste Frage an Franka. Du hast trotz dem ganzen Abi-Stress und ich weiß nicht, du bist schon mit den Prüfungen durch, oder? Ja. Ja. Glückwunsch da auch. Noten hast du wahrscheinlich noch nicht oder Die Ergebnisse. bekomme ich morgen. Oh, Also morgen. vielleicht, ich habe mich noch nicht entschieden, ob ich sie morgen wirklich haben will. Oder vielleicht erst am Montag, aber Okay, also das, da ja. müssen wir im nächsten Interview auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Genau, aber trotzdem hast du die Quali für die EM geschafft. Da auch nochmal Glückwunsch dazu. Ist es jetzt mehr so ein bisschen auch ein Genießen hier oder sagst du schon, du bist jetzt hier voll dabei und willst auch ordentlich zeigen, was du drauf hast? Klar, also erstmal freue ich mich einfach mega, dass ich jetzt hier sein darf und ich werde es auf jeden Fall voll genießen, gerade jetzt nach den ganzen Abi-Wochen und schon ein bisschen Schulstress. Aber trotzdem ist es kein Wettkampf, wo man einfach so hinfährt und sagt, ja, schön dabei zu sein. Ja, genau, deswegen will ich auf jeden Fall einfach mal schauen, was geht. Klar, jetzt auch keine optimale Vorbereitung, aber trotzdem gehe ich jetzt an die Startlinie und habe echt Lust drauf. Ja. Sehr gut. Wo sind denn so deine Erwartungen oder wo sagst du, hast du am meisten Potenzial in einer der drei Disziplinen, wo du vielleicht schon vorne mit dabei sein kannst oder den anderen ein bisschen, ja, davonziehen kannst? Ja, ich denke, das ist jetzt gerade ja, beim Schwimmen und Radfahren. Laufen war ja leider die letzten Wochen nicht so ganz optimal. Ich musste jetzt verletzungsbedingt ein paar Wochen pausieren und konnte jetzt keine gute Laufvorbereitung machen. Von dem her ist auf jeden Fall voll der Fokus jetzt auf dem Schwimmen und Radfahren. Und ich denke, die bergige Radstrecke kommt mir auch ganz gut entgegen, dadurch, dass es einfach ein bisschen technisch auch anspruchsvoll ist. Und beim Schwimmen, denke ich, will ich einfach zeigen, dass ich die letzten Wochen auch ganz gut trainiert habe. Sehr gut. Dann Annabel, ich habe nachgeschaut, dein Vater hat ja 1993 hier den Triathlon in Kitzbühel gewonnen. Wusstest du, hoffentlich. Ja, natürlich. Auf alle Sehr Fälle. gut. Und deswegen wollte ich fragen, wie oder was für ein Gefühl wäre das für dich, wenn du jetzt hier vielleicht sogar auch auf dem Podium landen würdest oder vielleicht sogar gewinnen würdest oder was würde auch dein Vater dazu sagen, wenn er sieht, seine Tochter gewinnt hier auch, wo er vor ja, fast schon 30 Jahren hier gewonnen War hat. es auch eine EM? Oder Nee, war ich es glaube, eine? damals war es keine EM. Ja, ich meine, ich glaube nicht, dass das, also wie gesagt, das ist eine EM. Ich glaube nicht, dass das so unbedingt was mit dem Ort zu tun hat, wo es ist. Und egal, wo es ist, wenn man da, bei einer EM auf dem Podium ist, wenn man, egal ob es jetzt Erster, Zweiter, Dritter ist, ist einfach unfassbar. Ja, es ist einfach Gold wert, glaube ich, sowas zu gewinnen. Und es schafft auch nicht jeder. Und es hat, glaube ich, jetzt nicht unbedingt was mit dem Ort zu tun oder auch, dass Ja. mein Papa hier mal gewonnen hat. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, er wäre auch stolz, wenn ich Fünfter werde. Ja. Hauptsache, ich habe ein gutes Rennen. Alles klar. Franka, du bist bei der letzten EM Achte geworden, wenn ich mich richtig erinnere, und im Mixed Relay, glaube ich, sogar auch Erste. Ja. Deswegen, diesmal startest du nur bei im Einzel oder auch beim Mixed? Erstmal das Einzelrennen. Also bei uns ist ja auch morgens Halbfinale. Da muss ich mich, also großes Ziel ist erstmal natürlich fürs A-Finale qualifizieren. Und dann werden tatsächlich die zwei zweitschnellsten vom A-Finale werden dann ausgewählt und die dürfen dann im Mixed Relay starten. Ah, okay. Genau. Bei dir, Annabelle, ich weiß, dass du auch beim Mix startest, jetzt diesmal. Ist für dich, glaube ich, das erste Mal, wenn ich richtig liege. War da irgendwas anders in den Vorbereitungen oder hast du spezielle Sachen trainiert, sage ich mal? Also im Endeffekt ist es ja trotzdem einfach Triathlon, auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer ist. Aber genau, hast du da vielleicht mit anderen Leuten trainiert oder vielleicht auch mal genau in der Gruppe, in der du dann an den Start gehst oder waren die Vorbereitungen eigentlich die gleichen? Nee, es waren eigentlich komplett die gleichen, vor allem weil eben der Fokus ja jetzt auf Tokio liegt und es sind jetzt nur noch 4 Wochen. Also ich habe diesmal schon ein bisschen mehr getapert als für Berlin, den letzten Wettkampf, der war ja nicht so super mit lieben Beinen. Also ich habe mich schon ein bisschen besser darauf vorbereitet, aber man hat den Drängen nichts umgestellt. Und wie gesagt, das sind auch alle in verschiedenen Drängslagern. Ich meine, die zwei Jungs, die mitkommen nach Tokio, sind sowieso gar nicht da. Laura ist in der Höhe, deswegen war da jetzt eigentlich keine andere Vorbereitung als sonst.
Gut, dann vielen Dank, dass ihr euch noch Zeit genommen habt, auch wenn es jetzt doch noch ein bisschen gedauert hat. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg morgen und ich hoffe, wir sehen uns dann auch nochmal nach dem Rennen. Vielleicht auch nochmal zum kurzen Interview und auf jeden Fall. Alles Gute. Sehr gerne.